Ich bin wieder zurück zu Hause nach dem Safari Zone Event im Zentrum Oberhausen. Zeige jetzt meine Ausbeute her. Welche Pokémon gab es denn schlussendlich? Wie viele Candies konnte ich einsammeln? Ab hier, ab diesem Tour Talk, das gab es dann. Nach Eventende sind wir noch in der Coca-Cola-Oase in der Mall. Bisschen rumgesessen, haben gefangen, aber alles hier. Ich habe ein bisschen Trash schon verschickt und einige schwache schnell bewertet und dann verschickt, wenn sie nicht gut waren. Das ist nach Funddatum sortiert und das habe ich alles hier mit nach Hause genommen. Jetzt zeige ich gleich im Pokédex. Ich werde meine beiden letzten Pokédex-Einträge Voltilam und Vati und Ampharos holen. Und ich scrolle und ich scrolle. Ja, ich war fleißig und habe echt ein bisschen Platz frei gemacht. Und ich scrolle noch immer. Und ich bin gerade selbst überrascht, dass ich hier so viel fangen konnte. Hat das auch mal ein Ende? Hallöchen, ich will nicht mehr scrollen, das ist schon langweilig. Und ich scrolle und ich, genau, hier sind wir dann irgendwo angekommen. Das waren dann noch, da habe ich die Eier geöffnet als Vorproduktion für diese Videos. Und dann sind wir jetzt hier, damit hat es begonnen. Da habe ich noch am Vortag mit ein paar Leuten aus Oberhausen zwei Raids gemacht, Entei und genau. Es wird noch ein umfangreiches Safari-Video kommen für alle, die auch kommende Events dieser Art besuchen wollen. Mit dem QR-Code, wie hat das funktioniert, Fazit, Real-Life-Bilder werde ich einblenden. Doch was gab es noch bei dem Event? Bisasam. Ich habe leider sehr viel mit Go Plus gefangen, denn ich wollte mir Zeit für jeden nehmen, der mit mir quatschen wollte, Fotos machen. Aber Go Plus hatte ich immer in der Hand und habe mir nebenbei geklickert. Und da sieht man auch schon die Fluchtrate. Das ist enorm. Es gab die Generation 1 Starter. Das waren sozusagen die Füller-Pokémon, wenn nichts da war. Normalerweise kommt dann ein Taubsi, ein Wieso, ein Habitak. Und im Event gab es eben die drei Starter der ersten Generation. Sowie nur den Wasserstarter der zweiten Generation, nämlich Kanimani. Jetzt habe ich mir ein Video angesehen, ich glaube aus Barcelona war das. Da fand auch am selben Tag die Safari-Zone statt. Boah, gebt euch diese Fangrate mal. Das war alles von gestern. Ernsthaft. Und die haben dort Endivia gehabt. Also, das fände ich interessant, wenn die das irgendwie durchwechseln, dann bei der nächsten Safari-Zone bekommt Prag dann dies und der andere Ort dann das. Ebenfalls nicht angekündigt war dieses unaussprechliche Pokémon, wo man gut Candy sammeln konnte. Davon sind mir jetzt hier 40 Stück geflüchtet, vermutlich auch die meisten mit Go Plus. Das war neben den Startern auch so ein Füller-Pokémon. Sorry, ich habe das Update noch nicht. Und außerdem gab es Pipi, also die beiden waren von der Seltenheit her auf einer Stufe in etwa. Und dann gab es noch Kangama, so wie beim Europa-Event. Und zu meiner Überraschung war Kangama das seltenste Event-Pokémon auf einer Stufe mit Incognito. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir noch nicht mal angesehen, welche Buchstaben ich alle fangen konnte. Es gab Safari, also Safri. Leider nicht Zone. Wir haben das am Anfang, das S mit dem Z verwechselt. Wir dachten irgendwie, das sei das Z. Deshalb Zone wäre ganz nett gewesen. Ich habe das A, das E, das F für Safari, das O schon mal bei Europa. Aber irgendwas fehlt mir, oder? 1, 2, 3, 4, 5... genau. Jo, das I fehlt mir leider. Sehr schade. Aber die habe ich auch einige geplust. Man sieht 14 geflüchtet. Egal, das ist nicht so wichtig. Ich hatte ein tolles Event und genau. Das sind die Buchstaben. Kann man sich alle einzeln ansehen und die Animation durchführen. Das I hatte ich mal bei in der Nähe. Ich habe es gesehen. Aber ich wollte da nicht weglaufen aus den Team-Launches etc. So, dann hier das Pokémon, welches in der goldenen Mitte sitzt. Chanera. 80 gesehen, 56 gefangen. Ein großer Teil davon jetzt eben im Safari-Event habe ich versucht, einige davon mit der Ananas einzufangen. Chanera gab es ungefähr auf einer Stufe mit Lavita. Ein normalerweise ultra seltenes Pokémon, jetzt auch etwas häufiger. 99 gesehen, 85 davon gefangen. Und als vollkommen unerwartete Überraschung hat Niantic dann noch Voltilam in enormen Mengen auftauchen lassen. Und da sieht man, habe ich einige davon per Hand gefangen, weil ich sogar Voltilam als Buddy hatte und die eben noch benötigt habe. 20 geflüchtet und insgesamt 91 aber jetzt schon gefangen. Das ist doch echt mal eine saubere Leistung. Und zu guter Letzt war die Chance auf Carpador enorm erhöht. Und das weiß man nicht so genau, aber weil mir so viele Leute berichtet haben, ich habe einen Shiny, ich habe einen Shiny. Ich glaube, die Shiny-Rate war auch geringfügig höher als normalerweise. So wie Pikachu, die Familie, ist das zweite aktuell verfügbare Shiny. Da ist mir jedoch leider keines im Ball geblieben und ich habe nicht alle per Hand gecheckt, den Shiny-Check, also weiß ich leider nicht, ob eins geflüchtet ist, aber egal. Ich versuche schnell zu machen, ich will noch ganz kurz die Bonbons zeigen.
Bisasam 186, die habe ich kaum per Hand gefangen und auch nie mit Sananabeere. Glumanda 326 und bei Shiggy bin ich bei 530. Und dann hier noch eigentlich die drei richtigen Highlights. Lavita besitze ich 276 Bonbons. Da war ich wirklich bei 0,0. So in etwa. Ich habe noch die letzten Power-Ups bei meinem stärksten Despota durchgeführt vor dem Event. Dann Chanera. Da hatte ich 50, irgendwie sowas in der Art. Bin jetzt bei 300. Also ich will es gar nicht in Kilometern umrechnen für die Buddies. Das ist schon heftig. Und bei Voltilam einfach mal 500. Mit dem Voltilam rumzulaufen als Buddy, das hätte ich mir echt sparen können. Wo ist es denn, mit dem ich gelaufen bin? Was dieses hier? 176 Kilometer gelaufen. Hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich mir das wirklich sparen können. Aber damit diese Kilometer nicht unnötig waren, kleiner Insider, nenne ich dieses herumgelaufene Candy-Sammler-Voltilam, welches ich jetzt nicht mehr verschicken werde, Brokkoli. Was ich jetzt mal machen werde, ist, mein stärkstes Voltilam zu entwickeln. Stark im Sinne von Wettkampfpunkte, denn ich habe genügend Bonbons, um dann irgendwann noch, wenn ich hier bewerte und mir die IV ausrechne, dass ich dann mal mein Bestes davon ebenfalls entwickle und hochlevele. Ich habe aber leider keines mit KP, Angriff und Verteidigung 15 von 15, das habe ich alles schon durchbewertet. Von daher, 690 war mein bestes Wildgefangenes. 5000 Sternestopp für ein Power-Up und da kommt jetzt ein Ampharos raus, welches ich dann direkt so vielleicht auch ein bisschen im Kampf verwenden kann. Aber Sternenstaub will ich in Ampharos nicht reinstecken, denn ich habe Zapdos am Maximallevel, ich habe Blitzer am Maximallevel. Ein neuer Pokédex-Eintrag, wie lange ist sowas schon nicht mehr passiert? Ist das nicht schön? Und leuchtet die Kugel hier hinten auch? Nein, gar nicht so wie bei... Doch ein bisschen, wenn man genau hinsieht... Erkennt man es, genau, 1,1 Millionen Sternenstaub habe ich. Und noch eine Entwicklung, nächster Pokédex-Eintrag. Gebrütet habe ich relativ wenig, es gab Special 2 Kilometer Eier. Ich habe mir jetzt nochmal eine volle Ladung mit nach Hause genommen. Und die werde ich dann alle ausbrüten, denn es zählt nur das Aufnahmedatum bzw. der Aufnahmeort. Und das Pokémon ist schon im Prinzip festgelegt im Mai. Noch ein Pokédex-Eintrag, Ampharos. Ach, ich freue mich. 2180. Oh, Fokusstoß. Mann. Eine TM will ich aber für dieses Pokémon nicht einsetzen. Müsste ich ja mit Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 16.09. Einfach nur legendär und das trägt jetzt den Namen. Hashtag Safarizone. Never forget. Unter diesem Hashtag habe ich so viel gepostet und so weiter. Genau. Das ist eine schöne Erinnerung. Mein letzter Pokédex-Eintrag. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Das war mal die Voltilam-Familie. Jetzt habe ich nicht mal einen Vati. Und wir machen noch was. Ich habe die jetzt alle noch nicht bewertet. Aber mein zweitstärkstes Chanera entwickle ich direkt mal. Ich habe echt genügend Bonbons. 50 kostet eine Entwicklung nur. Und ich will nämlich noch, ich setze sogar manchmal meinen 800er Hytera rein. Ich will noch mindestens ein, zwei Hytera besitzen für Arenen. Mehr als 7, 8 Arenen gleichzeitig schaffe ich sowieso nicht über einen längeren Zeitraum zu halten. Aber noch so eines ohne Power-Up, das sollte jetzt 2000... Ach, das ist schön, ohne Power-Up, da wird auch kein Power-Up reinfließen. Aber den Stern packe ich trotzdem rein, dass meine Hytera-Armee größer wird. Moment, plus Chanera, dann sieht das gleich besser aus. Genau, jetzt habe ich 4 starke Hytera. Mein stärkstes Chanera werde ich dann auch reinsetzen, die 3000er hier. Werde ich irgendwann wo reinpacken. Den Rest bewerte ich. Dann muss ich noch sehen, was ich hochlevele. Zur Belohnung bekommt dieses Hytera hier jetzt auch noch ein Power-Up. Es ist zwar nicht so notwendig, aber ich habe so viele Candies gesammelt. Ich darf mich ein bisschen belohnen und hier auch nochmal ein Power-Up reinstecken. Nein, das machen wir auf... Oh, 27,99. Nein, das machen wir nicht noch höher, denn das Lustige ist, mein 100er Akani hat den identischen Wettkampfpunktewert. Das ist doch mal fein. Genau, noch kurzes Profil. Beziehungsweise, nein, Quatsch, Pokédex. 239 gesehen. Gefangen von 243 gesehenen. Und jetzt hier eben Ampharos, Vati, die beiden letzten Einträge. Und damit bin ich durch. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so, was nehme ich als Buddy, denn ich habe wirklich alles, was das Herz begehrt. Für Despot habe ich jetzt genügend Glavita-Bonbons, also habe ich wieder den Candy-Sammler reingetan. 1093 Kilometer gelaufen. Dann
habe ich hier noch die ganzen Arenen, das kann ich dann auch kurz zeigen. Zuerst die Safari-Zonen-Medaille. Jetzt bin ich gespannt, ob dann da die anderen Termine hinzukommen unten. Da gibt es ja sozusagen hier diesen Punkt und wo man zum Beispiel bei der Medaille da zurückscrollen kann. Ob dann für die anderen Termine da noch was erscheint, das fände ich sehr interessant. Oder ob man dann eine neue Medaille bekommt oder gar keine neue. Auf jeden Fall, wer ein Ticket hatte, hat diese Medaille für sein Profil erhalten. Was ich ebenfalls erreichen konnte, ist die Pikachu-Medaille vergolden. Aber wie gesagt, ich habe nicht so viele davon gefangen. Ab und zu Shiny-Check, aber Ego Plus, da sind leider einige geflüchtet. Carpador konnte ich ein bisschen aufbessern. 142 von 300 bin ich da jetzt. Incognito leider nur 8 von 10. Das ist sehr schade, aber ach, das I werde ich noch irgendwo bekommen. Dratini habe ich sogar auch ein paar fangen können dort, beziehungsweise Brüten 185 von 200. Knapp 29 Millionen Erfahrungspunkte. Ich habe nicht immer ein Glücksei angehabt, von daher hätte das weitaus mehr sein können. Und hier jetzt noch so die ganzen, da habe ich noch einige Arenen mitgenommen. Oberhausen, Hauptbahnhof, nur gedreht, dass ich schnell diesen Orden habe. Dann hier Zentro, die drei Arenen gab es ja trotzdem außerhalb der Eventzeit. Und die Arenen dort sind echt lustig. Ich werde da noch genügend labern. Neue Mitte Oberhausen habe ich sogar ein bisschen gefüttert, glaube ich. Das hier was. Genau, 10 Snacks und so weiter. Und ich zeige mal die Karte. 201 aktuell. Und wie funktioniert das jetzt, wenn man hier reinscrollt? Ich muss da eher... Hier 24, genau da waren wir nämlich. In Oberhausen habe ich mir wohl 24 Arenen geholt. So, in Düsseldorf bin ich gelandet. Das war, glaube ich, hier. Müsste das sein, oder? Und dann ein bisschen Nordosten. Da habe ich mir 5 Arenen geschnappt, am Flughafen noch und Lokmodule auch gezündet, um mir die Zeit zu vertreiben. Na, wo ist Oberhausen? Hier oben. 19 in Oberhausen. 13, glaube ich, das sind die hier. Genau, Zentro, 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 Zentro und so weiter und so fort. Jo. Meine Items. Ich habe so viele Tränke zerstört, weil ich die logischerweise nicht benötigt habe. Mit den hier 450 oder 400 Bälle hatte ich dann am Ende mit denen... bin ich gut durchgekommen, aber irgendwann waren sie dann auch leer und ich musste schnell per Hand noch drehen bzw. häufiger anders fangen. Hyperbälle, 300 Stück oder 350 haben definitiv gereicht und ich habe immer die Hyperbälle genommen für jedes Lavita, jedes Voltilam, jedes Chanera, egal wie wenige Wettkampfpunkte. Und man sieht, wenn man mal keine Arenen hat und nicht dagegen füttern kann, beziehungsweise Himbeeren auch nicht fürs wilde Fangen verwendet, dann sammeln sich da 350 Stück, sei leise da draußen, sammeln sich da 350 Stück davon an. Und ansonsten, genau, ein paar Entwicklungs-Items auch sogar bekommen. Ich habe irgendwann mal alle verschickt, dass ich 5 pro Entwicklungs-Item besitze, jetzt wieder 7 Kingsteine, 10 Metallmäntel und so weiter und so fort. Aber im Prinzip, für dieses Video soll es mal gewesen sein, würde ich sagen. Es kommt noch ein umfangreiches Zentro-Fazit-Video neben meinem Artikel, den ich da, wer keine Geduld mehr hat, kann sich den 1500 Wörter schweren Artikel durchlesen. Bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach und ich soll weiter.